Warum kann ein Flugzeug fliegen? Das Zusammenspiel bestimmter physikalischer Umstände macht es möglich, viele Tonnen schweren Stahls, leicht wie eine Feder, hoch in die Lüfte zu heben. Ursache und Wirkung sind im Voraus berechnet, denn sie sind ein bestimmendes Prinzip, das unsere Welt beherrscht. Sie sind ein Grundsatz der klassischen Physik, mit dessen Hilfe wir uns die Natur nach logischen Kriterien erklären können. Doch diese Regel gilt nicht immer. Ein simples physikalisches Experiment mit Licht eröffnete uns vor etwa 100 Jahren, dass diese Logik nicht überall anzuwenden ist. In der Welt der kleinsten Dimensionen herrschen Gesetze, die uns seltsam und absurd erscheinen und die dennoch zu einer neuen, grundsätzlichen Theorie über die Natur geführt haben. Der Quantentheorie. Dieses Experiment mit Licht, das alle wesentlichen Elemente der neuen Physik aufzeigt, ist der sogenannte Doppelspaltversuch. Sein Aufbau ist einfach. Eine Lichtquelle schießt Photonen auf einen gegenüberliegenden Detektor. Dazwischen wird eine Trennwand geschoben. Diese besitzt zwei Spalte, die unabhängig voneinander geöffnet und geschlossen werden können. Welche Geheimnisse offenbart uns nun dieser simple technische Aufbau? Schon das einfache Abstrahlen von Licht zeigt eine Besonderheit auf. Schießt man die Photonen einzeln ab, landet jedes für sich an einem anderen Punkt am Detektorschirm. Obwohl alle in der gleichen Weise abgeschossen werden und an der Apparatur oder am Mechanismus nichts geändert wird, landet jedes Photon an einem anderen Platz. Trotz gleichbleibender physikalischer Bedingungen verhalten sich die Lichtteilchen unterschiedlich. Will man für das Einzelne vorhersagen, an welchem Punkt es landen wird, so erweist sich dies schlicht als unmöglich. Das überrascht, weil man nach den Regeln der klassischen Physik ein anderes Verhalten des Lichts erwarten würde. Schießen wir statt Photonen zum Beispiel Pistolenkugeln ab, so treffen diese immer denselben Ort. Solange sich die physikalischen Bedingungen wie der Impuls, Windstärke, Windrichtung und so weiter nicht ändern. Gleiche Ausgangsbedingungen verursachen identische Ergebnisse. Nun könnte man erwarten, dass sich die Photonen ebenso verhalten. Das tun sie aber nicht. Obwohl die Abschussbedingungen der Lichtquelle immer absolut gleich bleiben, treffen die Lichtteilchen an den unterschiedlichsten Punkten am Detektor auf. Wo das nächste Photon landen wird, lässt sich nicht vorhersagen. Es geschieht offenbar zufällig. Vielleicht lässt sich das Verhalten der Photonen besser erfassen, wenn man ihren Weg kanalisiert, indem man die Trennwand vor den Schirm stellt. Verschließt man einen Spalt, dann landen jene Teilchen, die durch den anderen hindurchgehen, ebenfalls nicht exakt am selben Ort, sondern über einen schmalen Bereich am Schirm gestreut. Wechselt man den Spalt, passiert dasselbe. Jetzt nur nach rechts verschoben. Logischerweise würde man annehmen, dass die beiden Verteilungsmuster auch dann entstehen, wenn beide Spalte gleichzeitig geöffnet sind. Doch öffnet man beide Spalte, gibt es eine Überraschung. Die Photonen verteilen sich jetzt ganz anders. Es gibt Stellen, die sie plötzlich meiden, obwohl man dort Treffer erwarten würde. Und an anderen häufen sie sich dagegen. Akzeptiert man die Tatsache, dass jedes einzelne Photon zufällig an irgendeinem Punkt am Schirm landet,
so überrascht es, dass am Ende die Gesamtverteilung aller Photonen gar nicht mehr zufällig aussieht. Vielmehr zeigt sich ein ausgeprägtes Muster. Wie oft man denselben Versuch mit beiden geöffneten Spalten auch wiederholt, es geschieht genau dasselbe. Jedes einzelne Photon landet an einem zufälligen, nicht vorhersagbaren Ort am Schirm, aber alle zusammen ergeben das bekannte Muster. Zählt man die Anzahl der Treffer und stellt ihre Verteilung grafisch dar, so formt sich mit wachsender Photonenzahl ein Histogramm, das uns überraschenderweise an eine Welle erinnert. Was haben die Photonen mit einer Welle gemeinsam? Man kann dieses Wellenmuster auch auf ganz andere Weise erhalten. Wandert eine Wasserwelle durch einen Doppelspalt, entstehen hinter den Spalten zwei neue Wellen, die einander wieder treffen. Treffen zwei Wellen Berge aufeinander, verstärken sie sich zu einem hohen Berg. Treffen zwei Wellen Täler aufeinander, verstärken sie sich zu einem tiefen Tal. Während sich Wellenberg und Wellental gegenseitig auslöschen. Dieses Wechselspiel von Verstärken und Auslöschen ist typisch für alle Arten von Wellen. Man nennt dieses Phänomen Überlagerung oder Interferenz. Treffen die Wasserwellen auf die Auffangwand, zeichnen Wellentäler und Wellenberge ein typisches Interferenzmuster, das ganz ähnlich aussieht wie jenes, das von der Häufigkeitsverteilung der Photonen im Doppelspaltversuch gezeichnet wird. Das Doppelspaltexperiment legt also nahe, die Ausbreitung des Lichts mit einer Welle zu erklären. Wie aber kann es sein, dass Licht aus Teilchen besteht, den Photonen, die einzeln auf dem Schirm auftreffen, um sich dann dennoch wie eine Welle zu verhalten? Wie ist das mit der Welle überhaupt zu verstehen? In der Physik hat der Begriff Welle eine andere Bedeutung als im täglichen Sprachgebrauch. Eine Welle im Sinne der Quantenphysik darf man sich nicht stofflich vorstellen wie eine Wasserwelle. Sie steht vielmehr für eine mathematische Beschreibung physikalischer Vorgänge. Da das Verhalten eines einzelnen Photons nicht präzise vorhergesagt werden kann, gibt die Welle die Wahrscheinlichkeit an, mit der es auf eine bestimmte Stelle auf den Schirm treffen wird. An den hellen Stellen ist die Wahrscheinlichkeit größer, an den dunklen Stellen ist sie kleiner. Das Photon selbst weiß nicht, an welchem Ort es auftreffen wird, bis es den Detektor erreicht. Erst im letzten Moment entscheidet der Zufall. Damit stoßen wir auf eine neue Rolle, die der Zufall in der Natur spielt. Ganz im Gegensatz zu unserer Alltagslogik, mit der wir versuchen, ein zufälliges Ereignis mit einer Ursache zu begründen. Zum Beispiel, dass sich zwei Freunde, Pilot und Bergsteiger, zufällig in 3000 Meter Höhe begegnen, weil der eine einen vorgeschriebenen Übungsflug absolviert, während der andere einen schon lang geplanten Ausflug in die Berge macht. Beide haben ihren Grund, warum sie sich gerade jetzt hier befinden. In der Quantenwelt lässt sich auf diese Weise jedoch nicht erklären, warum der Ort, auf dem ein Photon auftrifft, zufällig ist. Dass es für jeden Vorgang einen Grund geben muss, gilt hier nicht. Und so offenbaren sich zwei Prinzipien. Einmal das Prinzip des Zufalls und dann das Prinzip der Welle. Damit entpuppt sich der Doppelspaltversuch als eines der wichtigsten Experimente in der Geschichte der Physik.
denn er enthüllt neue Gesetzmäßigkeiten, die das Verhalten der kleinsten Bausteine in der Natur bestimmen. Gesetze, die uns seltsam erscheinen. Unvorstellbar, wenn die Pistolenkugel machen würde, was sie wollte, und wir nicht wüssten, wohin sie fliegt, bis sie irgendwo eingeschlagen hat. Aber ein Photon verhält sich genau so. Es trifft auf den Schirm, wo es will. Es macht nur im statistischen Mittel das, was die Wahrscheinlichkeitswelle von ihm verlangt. Letztendlich aber tut es, was es will. Macht man alle wahrscheinlichen Orte sichtbar, an denen ein Photon existieren kann, entsteht ein Diagramm, das das Verhalten des Lichts deutlich macht, während es sich ausbreitet. Beim Doppelspalt hat es die Möglichkeit, entweder durch den linken oder den rechten Spalt zu gehen. Danach teilen sich seine wahrscheinlichen Aufenthaltsorte, um am Detektorschirm das Interferenzmuster zu erzeugen. Dieser Effekt, dass die Wahrscheinlichkeitswelle durch beide Spalte gleichzeitig geht, führt zu einem neuen Begriff in der Physik, den der Superposition. Der Begriff Superposition beschreibt, dass physikalische Systeme in einer eigenartigen Überlagerung von verschiedenen Möglichkeiten existieren können. Beim Doppelspaltversuch sind dies die beiden Möglichkeiten, gleichzeitig durch den linken und durch den rechten Spalt zu gehen. Den Aufenthaltsort des Photons bezeichnet man in diesem Fall als unscharf. Kann aber ein einzelnes Photon tatsächlich durch beide Spalte gehen? Diese Frage kann man durch eine Messung beantworten. Montiert man an jedem Spalt einen Detektor, der registriert, ob ein Photon vorbeikommt, dann misst immer nur einer jeweils einen Durchgang. Die Frage nach dem Spalt und damit nach dem Aufenthaltsort des Photons kann demnach eindeutig beantwortet werden. Wenn man misst. Durch die Messung erhält das Photon einen exakten Ort. Aber eben nur durch eine Messung. Vor der Messung des Photons existiert kein fixer Wert. Erst im Moment des Messvorgangs wird einer festgelegt. Und zwar vom Zufall. Genauso gut könnte es ein anderer Ort sein. Ausgewählt aus der Fülle aller möglichen Orte. Dass der Aufenthaltsort eines Objekts unbestimmt ist, bis er gemessen wird, ist ebenfalls neu in der Physik. Gehen wir doch normalerweise davon aus, dass sich ein Objekt jederzeit an einem bestimmten Ort aufhält. In der Quantenphysik aber gilt, wird nicht gemessen, bleibt das Wo unbestimmt. Das heißt, physikalische Größen, wie zum Beispiel der Aufenthaltsort, haben keinen fixen Wert. Sie sind unscharf. Der Aufenthaltsort kann nur mittels einer statistischen Wahrscheinlichkeit angegeben werden. Durch die Welle. Damit offenbart die Quantentheorie eine elementare Gesetzmäßigkeit der Physik. Die Wellennatur der Materie. Doch das ist nicht das einzig überraschend Neue. Wird gemessen, durch welchen Spalt das Photon geht, enthüllt das Doppelspaltexperiment ein weiteres erstaunliches Phänomen. Die Verteilung der Photonen am Detektorschirm hat sich geändert. Das Interferenzmuster ist verschwunden und die Anordnung macht deutlich, welches Photon seinen Weg durch welchen Spalt genommen hat. Eine Hälfte wurde am linken, die andere Hälfte am rechten Spalt registriert. Hört man auf zu messen, zeigt sich das Wellenmuster erneut und wieder weiß man nicht, durch welchen Spalt das einzelne Photon gegangen ist. Startet man den Messvorgang neuerlich, ändert sich das Muster wieder. Warum ist das so? Das Photon trägt neben der Information über seinen Ort auch eine Information über seine Bewegung mit sich,
Das heißt über seinen Impuls, dargestellt durch eine Sinuswelle. Verschiedene mögliche Impulse eines Photons werden durch unterschiedliche Wellenlängen beschrieben. Da sich verschieden lange Sinuswellen verstärken oder auslöschen, ergibt sich insgesamt eine Welle, die auf einen kleinen Bereich beschränkt ist. Ein sogenanntes Wellenpaket. Es ist dieselbe Welle, mit der auch die Wahrscheinlichkeit seines Aufenthaltsortes angegeben wird. Damit offenbart sich ein Zusammenhang zwischen Ort und Impuls. Ein breites Wellenpaket wird von wenigen Sinuswellen geformt, weshalb die Information über den Impuls genauer und sein Wert schärfer ist. Gleichzeitig steht aber eine breite Welle für viele mögliche Aufenthaltsorte des Photons und damit für eine größere Ortsunschärfe. Im Gegensatz dazu wird ein schmales Wellenpaket von vielen Sinuswellen geformt, weshalb die Information über den Impuls unscharf bleibt, der Wert des Ortes aber schärfer ist. Ort und Impuls stehen also in einer direkten Wechselbeziehung. Je schärfer die eine Größe, desto unschärfer ist die andere. Deshalb zeigt sich auch das Wellenmuster nicht, wenn der Ort gemessen wird. Und erscheint wieder, wenn nicht gemessen wird. Das Doppelspaltexperiment wurde nicht nur mit Photonen durchgeführt, sondern auch mit viel größeren Teilchen, mit Elektronen, Atomen und sogar noch größeren Elementen, den Fullerenen. Sie bestehen aus 60 Kohlenstoffatomen, sehen aus wie Fußbälle und sind im Vergleich zu den Photonen nicht nur riesige Objekte, sondern besitzen im Gegensatz zu ihnen auch Masse, das heißt, sie sind Materie. Bei allen Versuchen erzeugten auch sie das Wellenmuster. Das bedeutet, die kleinen Materieteilchen befanden sich in Superposition, wenn ihr Aufenthaltsort nicht gemessen wurde. Damit bestätigte sich die Wellennatur auch bei ganz normaler Materie, auf der Ebene der kleinsten Elemente, der Atome. Aus diesen Versuchen folgt aber, dass das Verhalten der kleinsten Materieteilchen davon abhängt, ob wir sie beobachten. Das stellt unsere Vorstellung von Realität aber zutiefst in Frage. Denn nach unserer Logik sollte die Welt vollkommen unabhängig von uns existieren. Und warum bemerken wir nichts davon in unserem Alltag? Diese Frage stellte sich auch Albert Einstein, der die Wahrscheinlichkeitsinterpretation der Quantentheorie vehement ablehnte und versuchte, sie ad absurdum zu führen, indem er fragte, ob denn der Mond etwa nicht da wäre, wenn keiner hinsieht. Doch Einstein hatte Unrecht. Beim Experiment mit den Fullerenen, also mit normaler Materie, zeigt sich das Wellenmuster nur, wenn der Versuch in einer Vakuumkammer, also im luftleeren Raum, stattfindet. In normaler Umgebung wechselwirken diese kleinen Teilchen mit den ähnlich großen Luftmolekülen, wodurch ständig Ortsmessungen stattfinden und sich in der Folge kein Wellenmuster mehr zeigt. Und damit ist auch klar, wieso wir im Alltag nichts bemerken. Man kann sagen, wir bemerken deshalb nichts, weil im Prinzip ständig gemessen wird. Jede Form von Stößen mit Luftmolekülen oder Photonen stellt eine Wechselwirkung dar und löst einen Messvorgang aus. Jede Strahlung, die in der Natur vorkommt, misst ebenfalls. Auch solche, die wir mit unseren Augen nicht sehen können. Wie zum Beispiel die Infrarotstrahlung. Und deshalb ist der Mond auch da, wenn niemand hinsieht. Wenn aber die Effekte der Quantentheorie in unserer Welt keine Rolle spielen, warum können wir sie dann nicht einfach ignorieren? Die Quantentheorie ist eine der grundlegenden Theorien über die Natur. Sie erklärt die Stabilität der Materie, wie sich die Elementarteilchen zu Atomen verbinden
und diese zu Festkörpern, Flüssigkeiten und Gasen. Sie bildet die Grundlage der modernen Elektronik, indem sie das Verhalten der Materie unter dem Einfluss elektrischer oder magnetischer Felder erklärt. Sie enträtselte das Geheimnis der Entstehung des Lichts. Erst dadurch verstand man, warum unsere Sonne leuchtet. Und sie verführte uns dazu, diese Prozesse hier auf der Erde beherrschen zu wollen. Bis heute hat kein einziges physikalisches Experiment Zweifel an der Gültigkeit der Quantentheorie aufkommen lassen. So hat uns das Doppelspaltexperiment der Wahrheit über das Wesen der Natur einen weiteren Schritt näher gebracht. Eines der verblüffendsten Phänomene der Quantenphysik ist die Verschränkung. Verschränkung bedeutet, dass zwei Teilchen miteinander in Verbindung stehen, auch wenn sie räumlich voneinander getrennt sind. Es ist dasselbe Phänomen wie beim Doppelspaltexperiment. Auch dort landen die Photonen an einem Punkt am Detektorschirm, der nicht vorhergesagt werden kann. Die Photonen selbst kennen diesen Ort nicht, bis sie auftreffen. Welcher Punkt es ist, an dem sie landen, das bestimmt der Zufall. So ist es auch mit der Polarisation des Photons. Der Zufall legt ihren Wert fest. Und zwar im Moment der Messung. Das Photon selbst weiß ihn vorher nicht. Das Überraschende ist nun, wenn beide Filter gleich ausgerichtet sind, verhalten sich auch die Photonen immer gleich. Entweder sie gehen beide durch und die grünen Lämpchen leuchten, oder beide gehen nicht durch und die roten Lichter blinken auf. Sie sind auf geheimnisvolle Weise miteinander verbunden. Wenn aber allein der Zufall entscheidet, woher weiß dann das eine verschränkte Photon, wie sich das andere verhalten hat? Ist es möglich, dass die Teilchen irgendwie miteinander kommunizieren? Dass das eine Photon die Information, durch den Filter zu gehen, an das andere Photon sendet, worauf sich dieses gleich verhält? Die Entscheidung, ob die Photonen durch die Filter gehen oder nicht, passiert gleichzeitig. Das würde bedeuten, dass die Information zwischen den Photonen so schnell ausgetauscht werden müsste, dass keine Zeit vergeht. Das würde eine unendlich hohe Geschwindigkeit erfordern. Dies aber widerspricht der Relativitätstheorie, nach der die höchste Signalgeschwindigkeit die des Lichts ist. Selbst Informationen können nicht schneller übertragen werden. Auch wenn für die kurze Distanz vom ersten zum zweiten Photon nur wenige Milliardstel Sekunden nötig sind, so dauert es eben doch eine gewisse Zeit, um die Botschaft auszutauschen. Damit scheidet der Informationstransfer jedoch aus, da die Entscheidung bei beiden Photonen ja gleichzeitig erfolgt. Eine andere mögliche Erklärung wäre, dass die beiden Photonen mit denselben Eigenschaften im Kristall geboren werden. In dem Moment, in dem sie entstehen, werden ihnen gleiche Eigenschaften mitgegeben und sie verhalten sich wie eineiige Zwillinge, die identische Gene besitzen. Aber auch diese Erklärung hat einen Haken. Die Gene müssten für jede nur erdenkliche Situation eine Lösung bereitstellen. Für jede Winkelstellung der beiden Polarisationsfilter und für jedes der beiden Photonen müssten sie angeben, ob es durchgeht oder nicht. Doch viele Versuchsreihen haben nachgewiesen, dass diese Lösungen nicht existieren. Es gibt keine Gene und die Photonen sind keine Zwillinge. Was aber dann?
Die bisher einzig schlüssige Erklärung für das Phänomen der Verschränkung: die zwei Photonen, die uns getrennt erscheinen, sind gar nicht getrennt. In Wahrheit bilden sie eine Einheit. Demnach bleibt ein Quantensystem, das aus zwei oder mehreren Teilchen besteht, ein Ganzes. Auch wenn sie weit voneinander entfernt sind, sogar über Lichtjahre hinweg. Diese Sicht verändert unsere Idee vom Raum bzw. von der räumlichen Trennung grundsätzlich. Und sie zeigt, dass sich quantenmechanische Phänomene auch auf die makroskopischen Dimensionen in unserem Alltag auswirken und nicht bloß auf die kleinsten Dimensionen der Natur beschränkt bleiben.